In der Koranschule muss Sabatina sich verhüllen. Sie hat keine andere Wahl. Ich habe in dieser Zeit auch Wut gehabt, eine Frau zu sein, weil ich ja eigentlich gar nicht Frau sein darf. Das Tragen eines Schleiers verändert das Gefühl für die eigene Person. Ich fühle mich in erster Linie, als hätte man mir alles geraubt, was ich bin. Ja, also ich darf nicht sein, wie ich bin. Ich habe keinen Charakter. Mich darf auch niemand ansprechen. Ich bin eigentlich gar nicht da. So das Gefühl habe ich, wenn ich das anhabe. Also mir wird eigentlich meine ganze Identität genommen dadurch. Im Koran steht frei übersetzt, die Frauen sollen sich mit ihrem Überwurf bedecken. Und Sabatina ist gläubig, liest im Koran jeden Tag. Es stand auch in Surat al-Nisa, das ist die vierte Sura im Koran, da stand im 34. Vers, wenn ihr fürchtet, dass sich eure Frauen auflehnen, dann ermahnt sie, meidet sie im Ebet und schlagt sie. Und das stand im Koran. Und ich habe in diesem Moment mich verflucht gefühlt, auch von Allah. Weil ich gedacht habe, meine Eltern haben absolut recht und ich habe irgendeinen Fluch, dass ich diesen Gedanken immer an die Freiheit habe. Als ihre Eltern nach einem halben Jahr zurück nach Pakistan kommen, treffen sie auf eine vermeintlich folgsame Tochter. Also verspricht ihr Vater, sie nach der Verlobungsfeier nach Österreich mitzunehmen, damit sie die Schule beenden kann. Der Cousin bleibt vorerst in Pakistan und Sabatina lebt wieder in Österreich bei ihrer Familie. Mit Österreich habe ich immer erstmal Freiheit verbunden. Und ich war erstmal glücklich, überhaupt da sein zu können. Und ich wollte erstmal keine Probleme. Ich wollte bei meiner Familie sein. So hart das, so seltsam das klingt. Aber ich bin in demselben Dilemma gewesen, wie, glaube ich, Millionen muslimische Frauen, die heute irgendwo in einer Zwangsheirat leben oder die ermordet worden sind. Sie haben immer den Kontakt zur Familie gesucht. Weil Papa und Mama gibt es kein zweites Mal. Und das ist auch das, was so oft benutzt wird. Man spielt mit unseren Gefühlen, man spielt mit dieser Liebe, die man zu den Eltern hat. Trotz aller Verletzungen, Sabatina verurteilt ihren Vater nicht. Mein Vater ist kein schlechter Mensch. Mein Vater ist ein sehr liebenswerter Mann und ich liebe ihn. Es ist nur auch, er war unter dem Druck der ganzen Pakistanis. Er musste seine Tochter erziehen, weil sonst hat er kein Gesicht vor den Leuten. Jasmin bringt ihr zweites Kind in Deutschland zur Welt. Doch schon kurze Zeit später kommt ihr Mann und damit auch die Gewalt wieder in ihr Leben. Und dann war ich das erste Mal im Frauenhaus nach einem Monat, nachdem er hier war. Und bin ich durch die Betreuerin von meiner Schwester dahin gebracht worden. Und dann haben sie mich wieder eingeschüchtert und gesagt, ja, wenn du nicht zurückkommst, dann wird dich Allah verfluchen und ich werde das dir niemals verzeihen. Also mein Vater war mir damals echt wichtig. Warst du gläubig? Ich war gläubig, weil ich das musste. Es kommt der Tag, an dem Jasmin erkennt, dass sie gehen muss, wenn sie weiterleben will. Einen Morgen im Mai hat er gesagt, geh in die Küche und hol ein Messer, dann ersteche ich dich damit. Und dann habe ich die Polizei gerufen und er ist dann wie so eine Kakerlake rausgegangen aus der Wohnung, hatte auf einmal Panik und ist abgehauen. Und da, an dem Tag, habe ich es geschafft, endgültig wegzugehen. Sabatina ist verunsichert. Sie wird von ihren Eltern weiter bedrängt zu heiraten. In dieser Zeit der Suche entdeckt sie die christliche Religion. Ich habe Gott die Frage gestellt, wer bist du eigentlich? Und ich schlug die Bibel auf, ich hatte keine Ahnung, was in diesem Buch steht. Ich hatte nur immer gehört, dass sie verfälscht ist. So, und dann schlug ich das auf und der erste fettgedruckte Satz, den ich las, war, wenn ihr mich aus ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Sie konvertiert zum Christentum. Es ist der endgültige Bruch mit der Familie und ihrer Tradition. Mein Papa hat gesagt, innerhalb von 2 Wochen musst du wieder Moslem werden oder du bist tot. Dann bin ich zur Polizei gegangen und habe der Polizei gesagt, mein Papa will mich umbringen, weil ich Christ geworden bin. Und dann hat der Polizist gesagt, boah, dann wären es halt wieder Moslem, Fräulein. Sabatina flüchtet nach Deutschland. Dort bekommt sie Polizeischutz.
Sabatina James ist Opfer ethnischer Gewalt. Wir haben seit 2006 Kenntnis von dem Fall, seit dem Juni. Und seitdem betreuen wir sie. Es geht im Wesentlichen darum, dass sie unter oder in Lebensgefahr lebt. Und wir wollen verhindern, dass man sie aufspüren kann. Doch ihre Aktivitäten sind für die Arbeit der Polizei eine Herausforderung. Wir machen in solchen Fällen ein individuell ausgestaltetes Schutzprogramm. Wir reden natürlich nicht drüber, was wir im Einzelnen machen, aber Beispiele sind, dass der gesamte Postverkehr an sie über uns abgewickelt wird und dass wir dann im Einzelfall gucken, was für Maßnahmen wir treffen. Sie ist keine Person, die es uns besonders leicht macht, das muss man klar sagen. Sie ist ja in der Öffentlichkeit, das heißt, wir müssen sehr viel mit anderen Stellen zusammenarbeiten. Es gelingt uns aber sehr gut, hier eine Abschirmung hinzubekommen. Ich bewege mich frei, obwohl ich oft Angst habe. Also ich tue Dinge, obwohl ich Angst habe, weil ich denke, dann bin ich im nächsten Gefängnis. Ich bin aus dem Gefängnis weggelaufen, weil ich dieses Gefängnis in dieser Kultur, in der pakistanischen Kultur nicht mehr ausgehalten habe. Und dann komme ich in eine, habe ich die Freiheit und dann bin ich wieder eingesperrt. Das will ich nicht. Selbstbestimmung ist Freiheit. Dazu gehört für Sabatina auch, sich so zu kleiden und so zu schminken, wie sie es möchte. Eine späte Rebellion. Ich glaube, ich hole heute ein bisschen nach, was mir in meiner Jugend nicht gestattet war. Und weil mir immer suggeriert wurde, Mädchen, die sich schminken, das sind schlechte Frauen, die wollen die Männer reizen. Und ich möchte einfach damit zeigen, ich schminke mich. Und das mache ich für mich selbst, weil ich mich selbst annehme und so schön finde. Und ich bin trotzdem kein schlechtes Mädchen, nur weil ich jetzt geschminkt rumlaufe. Sabatina will etwas verändern und geht deshalb in die Öffentlichkeit. Glaubensgemeinschaft. Das, was sie erlebt hat, hat sie auch stark gemacht und gibt ihr die Kraft, sich für die muslimischen Frauen einzusetzen. Alles in Ordnung. Aber ich kannte kein einziges Mädchen, kein einziges in meinem Umfeld, das frei leben konnte. Für Mädchen und Frauen mit ähnlichem Schicksal hat sie einen Verein gegründet, Sabatina e.V., über den sie hier beim Rundfunkinterview berichtet. Dieser Verein hilft auch Jasmin, eine eigene Wohnung zu finden. Seit ihrer Flucht ins Frauenhaus vor über 5 Jahren hat sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Mann. Jetzt fordert dieser das Umgangsrecht für seine beiden Kinder. Das ist ein Albtraum. Er hat auch gedroht, dass er die Kinder durch polnische Leute entführen möchte. Ich habe das vor dem Gericht alles erzählt. Sie sagen, das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Ich habe ihm erzählt, er hat mich vergewaltigt, er hat mich geschlagen, er hat mir gedroht, die Kinder wegzunehmen. Das ist kein Grund. Ich weiß nicht, was noch ein Grund ist. Ich meine, schlimmer als so geht dir nicht. Bis er mich umbringt, dann ist es ein Grund oder was? An erster Stelle steht das Wohl der Kinder. Das herauszufinden ist Aufgabe des Gerichts. Den Anwalt für Jasmin hat Sabatina besorgt. Es macht mich sehr wütend auf diese falsche Toleranz, die hier in Deutschland gelebt wird. Es gibt hier ein Grundgesetz und jeder deutsche Bürger muss sich an diesem Grundgesetz anpassen. Und es ist hier eben nicht normal, dass man Kinder mit 14 Jahren verheiratet. Und wenn das jemand nicht akzeptiert, dann hat er in diesem Land nichts zu suchen. Dann soll er seine Traditionen irgendwo in Pakistan oder in Afghanistan leben, aber hierher kommen und sich nicht anpassen. Passen an die Gesellschaft. Ich finde, das geht nicht. Sabatina betreut auch Jasmins jüngere Schwester Sarah. Auch sie wurde zwangsverheiratet. Erst vor einem Jahr gelingt ihr die Flucht aus Syrien. 6 Tage nach ihrer Ankunft in Deutschland bringt sie ihre Tochter zur Welt. Sarahs Weg führt vom Krankenhaus direkt ins Frauenhaus, wo sie sich seit einem Jahr versteckt, vor ihrem Vater. Wenn er schon seine Tochter mit 14 verheiratet, dann traue ich ihm auch zu, dass er mich umbringt. Also es ist denen egal, es geht um die Ehre der Familie. Ich habe die Ehre jetzt beschmutzt. Aber wir können dann sagen, Sarah sucht immer wieder die Nähe des Vaters, obwohl er sie wegstößt. Du musst ja ein eigenes Netzwerk, eine sogenannte eigene Familie aufbauen.